bevor der Vlog jetzt auch offiziell beginnt, wollte ich ganz schnell noch ein Shoutout machen. Ich bin jetzt gerade dran, den Vlog zu bearbeiten und habe gesehen, dass wir ein neues Handmade Hero Mitglied haben. Ganz liebe Grüße an dich, Chelusi. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und lass mich doch gerne auf Instagram wissen, wie dein Username dort heißt. Und dann kann ich dich auch zur Instagram-Gruppe noch dazu fügen für die Handmade Heroes. Und ja, ganz, ganz lieben Dank nochmal an dich. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich versuche mal die ganze Woche zu filmen. Wir schauen, wie es klappt. Heute ist Ostermontag, also der 1. April. Fröhlichen 1. April und fröhlichen Ostersonntag. Montag, so rum. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Oh wow, und der Akku ist leer. Na dann, müssen wir den erstmal aufladen. Toll. So, wir sind zurück. Der Akku ist jetzt allerdings immer noch nur halb aufgeladen. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Aber ja, ich dachte, ich melde mich jetzt heute am Ostermontag schon direkt bei euch, um diesen Vlog zu starten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Wir hatten gestern ein Osterabendessen bei meinem Vater und heute war meine Mutter und mein Bruder fürs Brunchen hier bei uns. Demnach sind wir jetzt ziemlich vollgefressen und auch ein bisschen arg kaputt. Aber ich habe tatsächlich sehr viele offene Bestellungen reinbekommen, was mich unfassbar freut. Ganz, ganz lieben Dank an alle von euch, die in meinem Etsy-Shop bestellt haben. Also ich werde jetzt wieder vor allem zu Beginn dieses Vlogs, aber wahrscheinlich wirklich über die Woche verteilt über diese Bestellungen reden, weil das jetzt halt auch ein Bestandteil natürlich meines Alltags ist. Ich habe über 20 Bestellungen insgesamt gehabt und ich habe, glaube ich, noch nie so viele Bestellungen gehabt. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich unfassbar. Und jetzt habe ich auch noch ein paar zusammengestellt. Die zeige ich euch ganz gerne, weil ich glaube, ich finde es einfach immer auch ganz süß, wenn ich so zeige, wer die bestimmte Bestellung aufgegeben hat, sodass vielleicht die Person dann das sieht, dass ich das jetzt verarbeite und in die Hand nehme und alles. Ich weiß nicht, es gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen eine persönlichere Note und ich finde das halt ganz süß. Deswegen mache ich das immer. Ja, natürlich werde ich auch übers Handarbeiten allgemein. Ich meine, die meisten Sachen, die ich euch dann jetzt zeige, sind ja auch handgemacht und vor allem sind da jetzt auch ein paar Sachen dabei, die Handarbeiten sind. Von daher, das wird immer ein Bestandteil sein meiner Vlogs. Aber ja, Kleinunternehmertum ist halt auch ein Bestandteil meines Alltags. Und genau, ich brauche mich nicht recht zu fertigen, auch wenn ich manchmal ein paar Kommentare kommen, die das alles ein bisschen anders sehen. Aber dann schaltet halt einfach ab. Genau, so viel noch dazu. Ich wollte euch jetzt zeigen, welche Bestellungen ich heute fertig gemacht habe. Zum einen, also das ist jetzt alles nicht sortiert. Ich habe jetzt heute die fertig gemacht, die ja schneller fertig zu machen sind. Vorgestern habe ich auch noch, glaube 10 Stück fertig gemacht. Die werdet ihr dann wahrscheinlich auf meinem englischsprachigen Kanal sehen, den ich euch gerne auch verlinke. Den würde ich nämlich gerne wieder so ein bisschen ins Leben rufen.
Ja, und da ist dann eine Frequenz, da verpacke ich eben diese anderen Bestellungen, die vorher reinkamen. Und da könnt ihr gerne ja auch mal reinschauen. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Ich werde halt so ein bisschen auf Englisch auf diesem Kanal dann noch in dem Video reden, aber ich denke, es ist trotzdem irgendwie verständlich. Und man sieht ja doch auch noch recht viel, also wenn da einfach Interesse besteht. Aber trotz allem dachte ich, mache auch so ein bisschen was noch weiter auf Deutsch. Das ist mein Content und warum nicht? So, wir haben von Carola einmal die Bestellung dieser Sweater-Nadelstopper, dann diesen schwarz-weißen und dann das Set an Kaffee. Teilen. Genau, also das ganze Set. Dann hat Birgit auch Nadelstopper bestellt. Zum einen diese hier. Auch die Sweater in Rot. Ein Booklover Sticker. Und ein So many books, so little time Lesezeichen in matter Laminierung. Die Andrea hat zweimal diese Garnbällchen bestellt und dann auch grün und rote Sweaterstopper. Yvonne hat diese Stopper bestellt, ein auch pinkes Garnbällchen und auch dieses Lesezeichen, allerdings mit ja, Anhänger. Und Tassel in matter Laminierung auch. Dann haben wir noch Stefanie. Sie hat diese hier bestellt. Oha, die gehen auf. Okay, dann war jetzt hier die Klebung nicht so gut gestern. Nein, vorgestern. Oder vorvorgestern. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Habe ich nämlich mit einem Klebestift die zusammen geklebt. Also die zwei Farben, die ihr euch aussucht, wollte ich einfach so ein bisschen professioneller zusammen machen in hier so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schmuckhänger oder so. Also das sind die Scrunchies einmal in hell und dunkelgrau, hat sich Stefanie bestellt. Und ja, ich muss jetzt mal noch überlegen, ob ich das, wie ich das mache hier. Dann hat sie noch die gruseligen Äpfel, Scary Apples bestellt. Auch das pinke Garnbällchen, ja, das ist beliebt. Dann ein shiny laminiertes Lesezeichen mit Uhr-Anhänger und eins ohne Anhänger in Monstera Bunt und Schwarz. Und diesen Maschenmarkierer hier. Genau. So, dann haben wir noch Martina, sie hat auch Scrunchies bestellt in diesen Farben. Sehr cool. Ebenfalls dieses Kaffeeset an Nadelstoppern und die Avocados. Und dann noch zwei matt laminierte Lesezeichen. Einmal meine Sternzeichen-Kollektion. Das ist Aries, ich glaube Stier auf Deutsch. Ich kenne mich mit den ganzen Namen nicht aus. Ich finde immer alles cool, was so mit der Ästhetik zu tun hat, was Sternzeichen angeht. Aber dieses ganze Hintergrund, damit kenne ich mich nicht aus. Ich finde es nur immer witzig. Da gibt es ja auch ein paar Memes zu dem Thema und so. Und dann eben auch nochmal dieses Lesezeichen ohne Anhänger in matter Laminierung. Und dann haben wir noch Sabine. Sie hat sich auch zwei Scrunchies bestellt. Diese hier. Da musste ich jetzt dann auch nochmal das roséfarbene nachhäkeln. Das war jetzt perfekt. Konnte ich machen, während die Kamera auflädt und braun. Und dann hat sie noch diese Nadelstopper und diese Nadelstopper bestellt. Ja, das sind jetzt die Bestellung, die ich jetzt heute Abend fertig machen konnte. Es ist jetzt auch schon 6:30 Uhr.
Ich werde die jetzt noch einpacken, so gut es geht. Bei den Scrunchies muss ich halt schauen, weil die so ein bisschen dick sind. Ich habe jetzt auf dem Postweg, ich glaube, zwei weitere Bestellungen mit Scrunchies losgeschickt. Und das hat alles gut gepasst in den Briefkasten und so. Und ich habe es auch ordentlich frankiert. Kann aber trotzdem sein, dass vielleicht die Post was dagegen hat. Das muss ich jetzt mal schauen, ob die zurückkommen an mich oder nicht. Aber ich habe auf jeden Fall bei Amazon noch so ein paar dickere Umschläge und so bestellt. Von daher, vielleicht warte ich jetzt erstmal noch mit den Scrunchies, bis ich die rausschicke. Das muss ich mir mal noch überlegen. Aber die anderen Sachen werde ich jetzt auf jeden Fall schon mal verpacken und auch auf meiner Etsy-App als fertig anmarkieren, einfach dass das aus dem System raus ist. Und dann denke ich, werde ich mich meiner Häkelbeanie noch widmen. Die geht ja nach Schweden, hat jemand bestellt. In verschiedenen Farben von Schwarz, Grau, Rot und Weiß. Und ich habe jetzt auch die Kopfumfanggröße, weil die hat noch gefehlt gehabt. Die Person hat mir aber geantwortet. Und das heißt, da kann ich mich auch dran machen, was halt perfekt ist, wenn wir jetzt nachher noch einen Film gucken oder so. Da werde ich gleich noch Garn aussuchen und natürlich stricken, was ich euch dann wahrscheinlich morgen zeigen werde, so als Update. Genau. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal. Es ist wirklich unfassbar toll, was alles reinkam. Es hat mich überwältigt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen und wahrscheinlich meine Emotionen jetzt auch gar nicht so richtig rüberbringen. Aber ja. Das ist einfach unfassbar toll, freut mich sehr, motiviert mich auch sehr. Und ja, wir machen jetzt die Woche gut weiter. Vielleicht habt ihr ja Bock, während ihr mich jetzt schaut, während ihr dieses Video schaut, so hört sich's schöner an, auch was zu handarbeiten. Und vielleicht motiviert euch das auch, mit einer Sache fertig zu werden oder sie voranzutreiben. Ja. So ist es zumindest, wenn ich andere YouTuber schaue. Und dann ist es so ein schöner Kreislauf, ne? Warum nicht? Genau. So. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich das Gefühl, aber ich glaube, es passt gut. Ich werde euch einfach jetzt so ein bisschen Mood-Clips, denke ich, einblenden. Aber ansonsten hören und sehen wir uns dann wieder morgen. Mal wieder. Es ist Donnerstagabend, gerade Feierabendzeit. Und ja, ich habe mich jetzt dann, glaube ich, habe ich mich am Dienstag gemeldet? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe eigentlich nur am Montag ein bisschen gefilmt und das war's. Wow. Ich wollte euch eigentlich die ganze Woche mitnehmen, aber immerhin habe ich so ein paar kleine Schnipsel aufgenommen, die habt ihr dann jetzt auch hoffentlich gesehen, wenn ich mich dafür entschieden habe beim Bearbeiten. Ich habe weiter produktiv an Dingen gearbeitet und ja, mich einfach nicht mehr gemeldet, weil irgendwie war es dann doch auch alles ein bisschen stressig und durch diese vielen Temperatur- und generell Wetterunterschiede da draußen habe ich irgendwie auch total Kopfschmerzen. Also ja, alles nicht so bombastisch aktuell, aber ich habe sehr viel Spaß mit den Etsy-Bestellungen. Da geht es weiter. Ich habe jetzt aktuell aber immer noch 10 offene.
weil dann auch noch mehr reingekommen sind. Und ja, auf Instagram habe ich ja dann auch noch eine sehr große. Das Gute ist, dass jetzt Kartons gekommen sind. Ich habe Kartons in einem Karton bestellt. Ja, ich weiß. Die kann man hier halt so zusammenklappen und so. Hallo alle! Hallo alle! Ja. Was ist so lustig, ha? Du bist lustig. Ich bin lustig? Ja. Nicht. Doch. Ich bin seriös. Nein, bist du nicht. Ach, du sagst Quatsch. Du bist der Quatschkopf hier. Ey. Ey. So, jetzt kriege ich den auch nicht mehr hier rein. Aber ja, ich wollte sowas eigentlich ganz gerne in der Stadt besorgen. Da waren wir, ich weiß nicht mehr wann, unterwegs. Aber gab's nicht. Hab keine gefunden, dann habe ich es halt doch in einem größeren Paket bei dem großen A bestellt. Ja. Ich war am Dienstag bei uns in der Firma im Sport. Da gibt es so ein Gruppenfitness-Bauch-Beine-Po-Programm und das hat mich irgendwie auch total fertig gemacht. Seitdem habe ich diese Kopfschmerzen. Vielleicht hat es auch einfach damit was zu tun. Heute war ich auch wieder im Fitnessstudio, heute Morgen. Ja, also ich gebe es mir, aber ist auch cool, weil ich mich dann am Wochenende hoffentlich richtig ausruhen kann. So, was kann ich euch zeigen? Ich kann euch die Mütze zeigen, die fertig geworden ist, die ich gehäkelt habe. Das ist die, die bestellt wurde von Milton aus Schweden. Und ich finde, sie ist richtig cool geworden. Ich hoffe, da freut sich die Person. Ich bin mir nicht sicher, ob Milton ein männlicher Name ist. Ich glaube schon. Aber kann mich jetzt natürlich auch irren. Deswegen, ich hoffe, die Person freut sich. Das kann ich nämlich heute dann auch losschicken. Ich habe das Shipping-Label, das Verpackungslabel und habe ich davon eins ausgepackt? Nee. Ah doch, ich habe hier dieses auch gefunden auf Amazon. Das sind so Mailer. Also aus kompostierbarem Plastik. Steht hier zumindest so drauf. Deswegen hoffe ich, dass das auch stimmt. Und das war mir halt wichtig, dass wenn ich so eine richtige Plastikverpackung in Anführungszeichen dann doch für meine Häkelsachen noch mitnehme, dass die dann auch nicht wirklich Plastik sind. Ich hoffe, dass das wirklich so ist, wie es da drauf steht. Aber wäre irgendwie auch komisch, wenn sie das machen, oder? Also falsche Infos. Naja. Und dann habe ich noch für, ich muss mal kurz gucken, von wem die Bestellung jetzt nochmal war. Da bin ich jetzt nämlich gerade dabei. Hier, Bettina. Der Etsy-Name ist Lieblingskinder. Sie hat dieses Lesezeichen hier bestellt. Da muss ich noch die Tassel dran machen. Das habe ich jetzt nämlich gerade erst wieder ausgedruckt. Das ist jetzt in schimmerndem, laminierten Zeugs gemacht. Also ja, ich habe es ausgedruckt, mein Design laminiert und ausgeschnitten. Das habe ich jetzt gerade noch gemacht, weil die halt auch nicht mehr vorrätig waren als fertige Produkte. Und das mache ich dann noch mit einer Tassel, mit einem Anhänger und so dran. Dann hat sie diesen Sticker hier bestellt, meinen Diversity Sticker und diesen Maschenmarkierer, den Kürbis hier. Und dann noch Maschenstopper und zwar diese und diese. Ja, also ist die Bestellung auch fast fertig. Richtig cool. Die anderen konnte ich jetzt nämlich auch verpacken, die ich euch schon gezeigt habe. Und das heißt, dann kann ich nochmal heute Abend eine große
Ladung abschicken, was natürlich gut ist. Also mein Ziel ist wirklich, vor dem Wochenende mit den Bestellungen fertig zu werden. Ich habe noch so ein paar Dinge zu machen. Zum einen, von wem war das jetzt? Hier, Elena hat mein handgemaltes Lesezeichen mit Planeten bestellt. Na, willst du jetzt mal Foto zeigen? Ja, hier, das da. Das möchte ich noch malen. Dann fehlt mir noch ein dunkelrotes Scrunchie. Das ist nämlich, die ich auf Vorrat hatte, sind nämlich leer. Ja, ein paar Ohrringe muss ich noch erstellen und also sind wirklich ein paar. Zum Beispiel habe ich auch die Monsteras nachgemacht mit Fimo und da muss ich halt dann das alles auch noch in Ohrringe verpacken. Und jemand hat noch ein personalisiertes Leseband bestellt. Finde ich natürlich auch immer alles cool, wie gesagt. Aber ja. Das muss ich in Anführungszeichen noch machen. Ich möchte natürlich auch. Und ich glaube, Häkelohrringe. Ja, also die Sache noch. Klar, wenn ich davon jetzt morgen dann doch noch was mit in den Samstag nehme, ist das auch okay für mich. Ich bin, wie gesagt, gut in der Zeit. Ich kriege das alles hin. Es wäre nur cool, wenn ich dann vielleicht irgendwie den Sonntag noch frei hätte oder so. Zumal wir eigentlich auch am Wochenende was mit meinem Vater und meinem Bruder machen wollen. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ja. Ist aber auch alles in Ordnung. So, das ist ja eigentlich schon genug, oder? Aber ich habe mich mal dran gemacht und ein neues Produkt entworfen. Und zwar Bandanas. Ich habe hier mit dem angefangen. Ich habe nämlich Baumwollgarn gefunden, das so selbst gestreift ist und das hat mich irgendwie sehr angesprochen und ich dachte so für den Sommer, Frühling jetzt wären ja Bandanas vielleicht auch ganz cool. Habe öfter gesehen, dass Leute sowas eben dann auch bei Häkelständen oder sowas anbieten und ich meine, es ist halt ein easy Design. Selbst auch designt übrigens. Aber ich glaube, genau solche Bandanas gibt es eigentlich schon viele, aber ich dachte, warum nicht? Ich probiere es auch mal aus. Ich fand jetzt meine Farbkombis ganz cool. Das ist Nummer 1. Dann ist das hier Nummer 2. Und Nummer 3 ist eigentlich auch noch irgendwo. Das ist noch nicht ganz fertig. Moment. Hier. Das ist so ein bisschen, ja, Sonnenaufgangsfarben. Also ich muss mir mal noch überlegen, wie ich die dann auch benenne. Aber mein Ziel ist es, davon jetzt dann halt auch ein paar Farbvarianten zu erstellen und die dann auch als ein Listing demnächst, wenn ich dann dazu komme, hochzuladen. Aber hat natürlich jetzt keine Prio. Meine Prio sind, die Bestellungen fertig zu bekommen. Aber so ein bisschen zum Abschalten ist sowas dann halt auch cool. Sind auch kleine, süße Projekte. Ja, genau. Fotos von meinen anderen Scrunchies habe ich auch noch gemacht. Vielleicht komme ich da auch noch dazu, die hochzuladen als neues Produkt. Und ja, wie gesagt, es geht voran. Ich freue mich sehr. Ich finde das toll. Und gestern habe ich noch einen Strickabend mit meiner Arbeitskollegin gehabt, beziehungsweise eben auch meiner Freundin. Ne? Wir waren in Bremen ja beim Hobbygeschäft und haben jetzt halt einfach wieder da angeknüpft an unseren gemütlichen Strickabenden und da habe ich was Neues angefangen. Ich denke aber, das zeige ich euch ganz, ganz am Ende, mein Strick-Content quasi. Und ja, ansonsten mache ich jetzt hier weiter, noch ein paar Bestellungen zusammenpacken, die eine eben komplett fertig machen und dann, ja, wird's gemütlich.
draußen heult jetzt gerade ein Baby. Sehr laut, obwohl alles zu ist. Aber gut, so. Schall geht ja immer nach oben. Also wenn ihr das hört, sorry. Aber ich wollte jetzt ganz gerne, ja, endlich mal wieder mit euch sprechen. Es ist jetzt nämlich Sonntag schon. Und zwar auch schon 2:30 am Nachmittag. Ich habe jetzt alle Etsy-Bestellungen fertig. Juhu, ein paar Sachen habt ihr dann auch noch gesehen. Also das, was tatsächlich am längsten gedauert hat, war das Lesezeichen, das ich selbst bemalt habe mit Acrylfarben. Ja, habe ich dann auch mal wieder realisiert, dass ich da wahrscheinlich viel zu niedrigen Preis eingestellt habe, weil es halt wirklich sehr lange dauert und man auch warten muss, bis man weitermachen kann, weil es dann trocknen muss und so. Aber ich fand es toll, dass es bestellt wurde, weil es eins meiner ältesten Produkte ist. Und ich da in der letzten Zeit einfach auch noch nicht so viel verkauft hatte von. Und wie gesagt, alle Sachen, die bestellt worden sind, das hat mich einfach riesig gefreut. Und ja, ist jetzt alles fertig. Bis auf die größere Bestellung über Instagram von der lieben Maya. Sie ist ja auch Kanalmitglied. Und ja, ich glaube, du musst leider noch ein bisschen warten, liebe Maya. Ich werde dich da auch gleich nochmal per Instagram informieren, weil ein paar Sachen waren dann doch schon ausverkauft, wirklich. Und ich habe vergessen, da ein Stück Anzahl wegzumachen aus Etsy, sodass es halt dann zack verkauft wurde. Und weil es halt in Etsy alles erfasst ist und man ja dann auch mit einer bestimmten Zeit die Bestellung rausschicken muss, also ein bestimmtes Datum wird da halt dann abgegeben. Ja, ich habe es alles nachbestellt und so, demnach, du bekommst deine Bestellung auf jeden Fall dann auch noch, wahrscheinlich Ende nächster Woche für mich jetzt. Also heute ist der, ich glaube, 7. April. Ja, aber wie gesagt, ich werde Maya auf jeden Fall noch informieren und ich hoffe, dass es okay ist. Wenn nicht, werde ich vielleicht die ersten Sachen schon mal früher rausschicken. Ich denke, da finden wir eine Lösung, dass ich ihr auch noch eine Kleinigkeit beilege und so. Ja. Weil ich habe jetzt auch schon viel davon vorbereitet, aber kann es halt leider nicht fertig machen. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ansonsten sind die Sachen von Etsy durch und das freut mich sehr. Ich werde da aber am Ball bleiben, dass es hoffentlich so weitergeht, weil das macht mir einfach auch wirklich richtig viel Spaß. Demnach habe ich auch ja, nochmal ein paar weitere Bandana-Dreiecke gehäkelt irgendwo in meinem Haufen hier. Habe ich auch noch, ich glaube hier unten. Ich muss nur aufpassen. Genau, da ist nämlich gerade die Häkelnadel auch noch drin. Da habe ich nämlich angefangen, auch die Bändel zu häkeln. Also ja, da bin ich dann gemütlich jetzt weiter dran, dass ich da was Neues auch in den Shop stellen kann. Und generell werde ich mich dann nächste Woche auch in meine Work in Progress kümmern und ja, auch ein Video zum Thema Stricken und Handarbeiten allgemein für euch noch fertig machen. Ich habe auch immer noch eins, das ich gerne editieren möchte, aber ich habe gedacht, ich nehme es heute mal ein bisschen chilliger. Wir werden uns wahrscheinlich nachher ein bisschen auf dem Balkon begeben, Arma und ich, und ja, einfach ein bisschen gemütlich, weil ich glaube, nächste Woche wird auf der Arbeit auch wieder ein bisschen stressig und ich hatte jetzt ja auch doch einiges zu tun diese Woche. Wir waren gestern dann auch noch unterwegs, ein bisschen wandern im Pfälzerwald. Das war ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk noch für die Frau meines Vaters und, also immer irgendwie was zu tun und ich denke, da sollte ich es jetzt für mich auch mal ein bisschen lockerer angehen lassen, das nicht zu sehr übertreiben. Work-Life-Balance, ne, ist ja auch wichtig. Ja, aber vielleicht bekomme ich das Video jetzt dann noch editiert, sodass ihr das vor diesem Video noch seht. Und dann, ja, kann ich nächste Woche, denke ich, ein bisschen gemütlich machen, neue Produkte einstellen und so weiter. Aber jetzt dachte ich, gebe ich euch mal schnell noch ein ganz kurzes Update zu den Stricksachen, auch wenn ich vorhabe, noch einen Strick-Podcast abzudrehen, wo ich dann ganz detailliert über die Sachen gehe, dachte ich, ich zeige euch diesen Haufen hier.
Mein weiteres Teststricktop ist fast fertig. Ich denke, das hebe ich mir dann exklusiv auf für den Podcast. Einfach, dass ihr das dann komplett fertig mit schönen Fotos noch eingeblendet sehen werdet. Ja, das möchte ich gerne nächste Woche noch fertig machen. Vielleicht kriege ich es heute auch noch hin, aber wer weiß, ich möchte mir da keinen Druck machen. Aber es könnte eben sein, dass vielleicht eins von den Sachen, an denen ich jetzt aktuell gearbeitet habe, dann eher ein bisschen in den Hintergrund geraten und andere Sachen zu aktiveren Whips werden. Weshalb ich euch die jetzt alle einmal so zeige und dann könnt ihr im Strickpodcast den aktuellen Stand an aktiven Whips und fertigen Projekten und sowas noch sehen. Und es kann halt sein, dass ich da auch noch ein bisschen brauche, bis ich das abdrehe. Deswegen, detailliert werde ich jetzt hier nicht auf die Sachen eingehen, aber euch so ein bisschen einen schon mal kleinen Sneak Peek zeigen. So, meinen Monday Sweater kennt ihr vielleicht noch. Das ist der mit den zwei unterschiedlichen Ärmeln, wo ich versucht habe, Intarsientechnik zu stricken, was aber nicht so ganz funktioniert hat, weil ich das ganz anders hätte aufbauen müssen mit zwei farbigen Knäueln jeweils für den Raglan. Ja, deswegen habe ich die Bändel hier abgeschnitten immer und bin jetzt gerade dran beim pinken Teil. Vielleicht seht ihr, dass das hier viel weniger Bändel sind als beim blauen, da zu vernähen. Also es ist jetzt auf jeden Fall schon so auf einem Stand, dass die Seiten mehr zusammenhalten, weil hier löst sich das halt so ein bisschen. Ich habe es wirklich nicht gut gemacht. Also wenn ihr jemals sowas Ähnliches stricken möchtet, schaut euch bitte vorher an, wie man es richtig macht. Ich habe bis heute immer noch keine, nicht wirklich Ahnung, wie es wirklich geht. Also ich weiß aber, dass so kann es nicht das Wahre sein, weil das ist irgendwie echt nicht so genial. Aber immerhin, wir kommen irgendwo hin. Ich habe jetzt auch noch ein weiteres schwarzes Knäuel für den Körper weiter verstrickt. Da bin ich jetzt schon relativ weit. Also ich mache da immer so ein bisschen abwechselnd Körper und dann vernähe ich mal ein paar Fäden. Weil ich eigentlich ganz gerne alle Fäden vernäht hätte oder irgendwie untergebracht hätte, würde ich gerne haben wollen, bevor ich die Ärmel stricke. Aber es kann natürlich sein, dass ich dann auch einfach irgendwann denke, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das weiter zu vernähen. Ich stricke jetzt Ärmel weiter und dann wechsle ich da auch immer mal wieder ab. Mal schauen. Am Ende ist jedenfalls das Ziel, dass es cool aussieht, hoffentlich. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Achso, jemand von euch hat mir unter meinen Strickpodcasts auch mal noch was geschickt, dass er auf Instagram oder sie, die Person, auf Instagram gesehen hat, dass es auch sowas gibt, wo man die dann einfach miteinander verbinden kann. Also wie so ein gezopfener Flocht. Habe ich kurz überlegt, aber dadurch, dass sich das hier so löst, ist es, glaube ich, keine so gute Möglichkeit für mich. Beziehungsweise, ich glaube, ich persönlich wäre damit auch nicht zufrieden irgendwie. Nicht so sehr zufrieden, wie wenn ich sie wirklich vernähe. Deswegen habe ich für mich selbst entschieden zu vernähen. Du hast das, glaube ich, auch auf Instagram als Video an mich geschickt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ist an sich echt eine coole Idee. Aber ja, wie gesagt, ich für mich selbst würde das einfach gerne doch vernähen. Ich weiß, dass es mehr Arbeit ist und irgendwie auch rational keinen Sinn macht. Aber so ist es. So bin ich dann halt manchmal. Genau, also hier stricke ich immer mal wieder so ein bisschen weiter. Einfach, weil es jetzt dann doch halt auch langsam wärmer wird. Heute zum Beispiel und gestern vor allem. Gestern war es richtig warm. Aber heute ist es auch schön angenehm. Ja, ich hätte halt dann den Pulli doch ganz gerne jetzt bald fertig, damit ich ihn wenigstens abends oder irgendwie morgens oder so mal noch anziehen kann. Aber sind wir mal realistisch, wahrscheinlich wird es nicht passieren, da er halt keine so große Priorität hat. Ich weiß es nicht. Dann ist mein Projekt mit den Kanalmitgliedern, oh je, was habe ich gemacht? Ich habe viel zu viele Bändel hier.
Also mit Maya und Selin, meinen beiden Kanalmitgliedern, die im Handmade Hero Club quasi sind, habe ich ja diesen Cardigan hier angefangen, den ich jetzt, seit ich so viele Bestellungen hatte und generell dann mit Teststricks und so auch einiges zu tun habe, erstmal nicht so viel weiter gestrickt habe. Trotz allem glaube ich, dass ihr einen Fortschritt erkennen könnt im Vergleich zu vorher. Ich hoffe es. Ich habe schon auch, finde ich, einiges, so ein bisschen was an Länge gewonnen. Da muss ich halt jetzt auch noch ein bisschen weiter stricken und dann kann ich bei den Armen weitermachen. Das ist der Champagne Cardigan von Petit Knit, den ich richtig cool finde, und den hätte ich halt auch ganz gerne bald fertig, weil der wird dann richtig cool, wenn ich ins Büro gehe, immer dienstags zum Überwerfen, so als Jackenersatz, wenn es dann bald noch wärmer wird. Also das hätte ich wirklich auch sehr gerne, aber es ist halt glatt rechts gestrickt, nicht in der Runde, also hin und zurück rechts und links stricken. Maya und Selin sind beide auch schon sehr weit. Maya ist zum Beispiel jetzt schon ganz fertig. Ja, es sieht richtig, richtig cool aus bei ihr. Und Selin ist jetzt am ersten Ärmel, hat also den Körper auch schon fertig. Ja, und ich hinke halt hinterher. Aber verständlich vielleicht bei den tausend anderen Dingen, die bei mir aktuell so, ja, da sind. Vor allem auch mit den Scrunchies habe ich dann auch viel, bin ich in den Hyperfokus gekommen, dass ich diese Scrunchies fertig häkle. Jetzt sind es die Bandanas so ein bisschen, aber irgendwann kriege ich den Cardigan auch fertig, denke ich. Und dann ist hier noch der Sweater, den habe ich euch vor Ewigkeiten mal gezeigt. Das ist, glaube ich, der Sanchez Sweater. Nee, Audrey Sweater heißt der von Wool and the Gang, in diesem sehr, sehr coolen Grün. Das ist El Pacino Merino Garn und das ist richtig angenehm und schön. Hier ist das Knäuel. Ich liebe es, diese Farbe. Ja, und da habe ich jetzt das Rückenteil immerhin fertig und bin jetzt beim Vorderteil soweit. Also ein bisschen weniger als die Hälfte. Da, ja, stricke ich immer mal wieder so ein bisschen dran weiter. Hoffe, dass ich den vielleicht auch noch fertig bekomme, bevor es richtig, richtig heiß wird. Aber wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall zusammen mit dem Monday Sweater auch ein Projekt auf meinen Langzeit-Work-in-Progress, ja, auf dem Stapel, den ich euch Anfang des Jahres mal gezeigt habe. Aber wie soll es anders sein? Ich habe natürlich auch noch was Neues angefangen. Und das mag jetzt vielleicht eine Überraschung sein für den einen oder anderen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich euch so ein bisschen veräppeln soll mit einem extra Video zu dem Thema, aber ich glaube, das wäre vielleicht doch ein bisschen zu reißerisch, zu clickbaity, ich weiß es nicht. Ich stricke ein Baby-Knit, ein Baby-Strick-Projekt, und zwar ist es das Holger-Baby-Set von Petit Knit. Ja. Und das wäre jetzt das gewesen, womit ich euch veräppelt hätte, so von wegen, oh, was ist bei mir denn da los? Keine Sorge, ich selbst bin nicht schwanger. Wir möchten keine Kinder, das habe ich schon mal irgendwann gesagt. Das ist bei uns einfach so die Entscheidung gewesen. Und ich stricke aber für Freunde, die ein Baby erwarten. Wenn man das alles möchte, dann unterstütze ich das natürlich auch, dann finde ich das wunderschön. Ich habe persönlich auch nichts gegen Kinder. Ich weiß einfach nur, für mich bzw. für uns ist das nichts, weil verschiedene Argumente, verschiedene Dinge, die uns eben dazu gebracht haben, uns gegen Kinder zu entscheiden, das ist dann irgendwann alles auch vielleicht ein bisschen zu privat. Aber nur, dass ihr das wisst, so sieht es bei uns aus. Aber ich finde natürlich die Sachen auch immer super süß, die es da gibt, weil sie halt auch super klein sind, demnach auch recht schnell gehen natürlich. Und habe gefragt, ob sie irgendwie was brauchen, was möchten, ob sie das toll finden, was selbstgestricktes für ein Baby. Und sie meinten, also zuerst hieß es natürlich dieses, nein, das musst du überhaupt nicht machen, das ist doch viel zu viel Arbeit und bla bla bla. Ich meinte aber, nein, das macht mir Spaß, es dauert nicht so lange und ich würde es wirklich sehr gerne machen, weil ich die Sachen halt auch sehr süß finde. Ja,
Und so hat sich das dann ergeben, dass ich so ein paar, vor allem eben auch von Petit Knit, Anleitungen gekauft habe, aber eben auch bei Drops Design zum Beispiel gratis Anleitungen geguckt habe oder bei Hobby. Also es kann gut sein, dass wenn das jetzt so weitergeht, dass ich das so toll finde, wie ich es mir vorstelle, weil es halt auch so schnell geht, dass ihr vielleicht in der Zukunft noch ein paar mehr Baby-Strick-Sachen sehen werdet, aber bitte behaltet weiterhin im Hinterkopf, es ist nicht für mich, es ist für Freunde. Ja, und so habe ich jetzt halt einfach mal angefangen. Das ist mein Mini-Holger-Baby-Set-Pullover. Also ich habe jetzt halt gerade mit dem Pullover hier angefangen, mit dem Körperteil tatsächlich, wie es dann immer so ist. Das ist ein Drop-Shoulder-Design. Habe jetzt die linke Schulter einmal angefangen und werde dann jetzt gleich die oder bald die rechte Schulter anfangen und dann kann ich in der Runde stricken. Ja, und das ist dann das Mini-Teil, das Mini-Pullöverchen. Super süß. Ich stricke das in einem Garn von Hobby. Das sind halt so, oh ja, Reste Garne, die ich irgendwie noch habe oder wo ich weiß, da wollte ich mal irgendwas mit häkeln und habe aber, glaube ich, gar nicht genug Garn bestellt gehabt und mittlerweile auch gar kein Interesse mehr daran, dieses Projekt zu häkeln oder ja, es irgendwie anders zu verstricken. Und dann dachte ich, das ist doch perfekt. Und ich habe noch so ein paar andere Garne, die da halt in die Gruppe gut passen. Das ist Fingering Weight Garn. Und zwar eigentlich das Sunday von Sandness Garn, aber ich benutze jetzt, ich glaube, es nennt sich Evergreen von Hobby in diesen zwei Farben aktuell. Da habe ich noch so ein Minzgrün und ja, das wird, glaube ich, ein ganz cooler Pulli jetzt. Ich finde es toll, wie sie das gemacht hat, mit diesen etwas knalligeren Farben zum Teil noch dazu, aber die habe ich jetzt zum Beispiel nicht und ich wollte jetzt nicht unbedingt nochmal was Neues kaufen. Ja, aber das ist das. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, glaube ich, dazu. Ah, ich stricke 3 bis 6 Monate, weil das Baby kommt jetzt dann bald im Mai schon auf die Welt. Und ich kenne mich nicht aus mit Babys, aber ich glaube nicht, dass man die unbedingt auch so warm anzieht, wenn es richtig Hochsommer ist. Weshalb ich dann dachte, ich mache ein bisschen eine ältere Version, damit man es halt auch im Winter anziehen kann. Weil es ist halt schon 100% Wolle. Also vielleicht zieht man Babys auch trotzdem im Sommer an. So ein bisschen wärmer, weil es sind halt Babys. Die müssen, glaube ich, doch noch ein bisschen warm gehalten werden, oder? Aber keine Ahnung. Naja, das ist auf jeden Fall das. Und das war's zum Thema Strick-Updates. Aber eine Sache noch. Dann haben wir nämlich dieses Video auch dann können wir dieses Video auch beenden und ich habe wirklich das Gefühl, das ist so ein Laber-Vlog, der irgendwie alle möglichen Themen abdeckt, aber so war jetzt wirklich auch die Woche für mich. Ich habe versucht, alles Mögliche auf einmal zu tackeln, weshalb ich mich heute wirklich auch ein bisschen kaputt fühle und eine kleine Erholung auch notwendig ist. Aber das meiste davon habe ich wirklich gerne gemacht. Sage ich jetzt einfach nochmal dazu. Nicht, dass ihr denkt, ich schufte mich hier jetzt komplett tot. Aber eine tolle Sache ist noch angekommen. Von der lieben Jasmin, auch ein Kanalmitglied hier. Sie ist ein Purling-Partner. Ist ein kleines Paket angekommen. Und zwar habe ich ja mit all meinen Kanalmitgliedern ein Projekt ins Leben gerufen zum Thema Granny Squares oder allgemein eckige Dinge häkeln oder stricken, also wie man möchte. Und wir haben es jetzt verlängert, ich glaube bis Ende Mai, wenn ich mich richtig erinnere, dass man mir ja alle möglichen Granny Squares oder was auch immer man häkeln, stricken möchte, wie auch immer, mir das dann zuschickt und ich daraus dann für alle Kanalmitglieder jeweils ein Projekt mache. Und sie hat so schöne Sachen gehäkelt. Sie hat übrigens auch einen Kanal
einen eigenen, wo sie jetzt auch Videos macht. Haken Lady, ich werde sie verlinken. Und macht es sehr toll, wie ich finde. Und hat so unfassbar schöne Grannies rübergeschickt, die auch so richtig tolle Farben haben, unterschiedliche Farben und auch total schöne Garne und auch sehr akkurat und toll gehäkelt. Also man erkennt hier eine richtig, richtig gute Arbeit und es sind unfassbar viele, auch alle möglichen verschiedenen Größen. Und da freue ich mich, upsa, wirklich, wirklich sehr drüber. Oh oh. Ja, also es sind echt alle möglichen. Keine Sorge, ich werde sie gleich wieder einsammeln. Aber was halt auch echt süß ist, sie hat noch ein paar andere Sachen mitgeschickt. Und zwar Katzenfutter für unsere Katzis. Da habe ich auch schon die Snacks verfuttert. Also nicht komplett, aber die liegen jetzt woanders. Unser Lieblingstee. Ganz, ganz lieben Dank. Und was auch total süß ist, für Arma und mich jeweils einen kleinen Glücksbringer, den sie auch gehäkelt hat und selbst erstellt hat. Sind die nicht unfassbar süß? Ja, die werden wir, denke ich, dann auch auf jeden Fall an unsere Schlüssel machen, so als kleine Schlüsselanhänger. Ja, und sie hat auch eine echt süße Karte gemacht und rübergeschickt. So rum gehört sie. Ein paar süße Worte reingeschrieben. Also es war einfach total schön, dieses Paket zu bekommen. Und sie schreibt übrigens auch dazu, dass trotz großer Vorsicht es sein kann, dass sich ein Katzenhaar von ihrem Kater mit ins Paket geschmuggelt hat und dass sie sich dafür entschuldigt. Und das muss sie natürlich überhaupt nicht. Also, liebe Jasmin, ich kenne das ja auch mit den Katzenhaaren. Die sind halt einfach überall und ja, ich passe auch immer auf, aber es passiert eben einfach, was ich mache bei Produkten, wo ich die gerne nicht drauf hätte, ist, dass ich sie am Ende nochmal abrolle mit so einem, wie sagt man denn, Fusselroller-Ding. Aber ja, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich bin da ja nicht allergisch oder irgendwas. Einmal gewaschen und dann passt das ja auch wieder. Genau, das wollte ich euch einfach auch nochmal zeigen, weil es echt super süß ist. Und wie gesagt, jetzt werde ich chillen und ja, Handarbeiten für mich gemütlich und ja, dann eventuell noch was editieren, schauen wir mal. Aber ja, ich hoffe, der Vlog, so verrückt und durcheinander, wie er jetzt wahrscheinlich war, hat euch gefallen und also trotz allem. Und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!